Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Movie-Review. Ja, heute ist der Film dran, Maleficent. Es tut mir wirklich leid, der Film ist am 29. Mai 2014 ins Kino gekommen und ich mach's heute am 17. Juni. Ich habe ihn zwar, glaube ich, am 1. Juni oder so gesehen und jetzt tut's mir leid, dass ich das jetzt erst so, dass ich das erst so spät gemacht habe. Also der Film dauert ganze 97 Minuten, ist ab 12 Jahren oder ab 6 Jahren, ich weiß gar nicht. Also da steht FSK 12 Originalfassung und FSK 6 gekürzte Kinofassung. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz, um was es geht. Das erzähle ich jetzt von meiner Sicht aus, denn die Handlung auf Wikipedia ist viel zu lange zu erzählen. Und zwar, also es kommt erstmal eine Geschichtenerzählerin, die erstmal dich in den Film einleitet. Dann sieht man einfach schon die junge Maleficent. Maleficent ist eine dunkle Fee. Sie lebt in den Mooren. Also es gibt zwei verschiedene Abteile dieser Welt. Einmal die Menschenwelt und noch daneben die Moore. Da leben Elfen, da leben eben Feen, da leben ganz, ganz andere Wesen. Und mitunter eben auch Maleficent. Maleficent hat Flügel und eben diese Hörner. Und die war wirklich zu jedem Menschen immer extremst nett. Und dann eines Tages kam da mal so ein Mensch rüber und hat so einen Stein gestohlen. Also beziehungsweise wollte so einen Stein stehlen. Das war auch noch ein Junge, denn Maleficent war da ja auch noch jung. Und die haben sich dann dadurch irgendwie kennengelernt und sind dann zusammengekommen. Und weil sie zusammen sind, ein Mensch und eine Fee, ja, das ist eben nicht so hundertprozentig gut, denn die Menschen sind eben gegen die Moore und so weiter. Und eines Tages war es eben so, dass der Mensch, der King Stefan, genau, der Stefan, Facebook, Moment, ich schließe es mal ganz kurz so. Also, der hat eben, war eben dann mit der Maleficent zusammen und irgendwann hat er sich von ihr abgewandt. Da waren sie schon älter und da hat eben dann die Angelina Jolie die Maleficent gespielt, also die erwachsene Maleficent. Er hat sich dann abgewandt und wollte nur noch groß rauskommen im Königreich von den Menschen und sie war alleine. Dann war sie eben sauer, dass er sie betrogen hat quasi. Und, ja, genau. Und es war ja auch so, die Feen verbrennen sich am Eisen. Das bedeutet, der Stefan hatte mal so einen Eisenring um und hat sie damit berührt und damit hat sie sich extremst verbrannt. Da der König dann aber gegen die Moore kämpfen wollte, ja, der wollte eben gegen die Moore kämpfen, er hatte aber keine Chance gegen Maleficent, die war einfach zu stark und hatte den König fast getötet und er hatte einen Nachfolger gesucht. Dann hat der Stefan sich angeboten und gesagt, er holt die Flügel von Maleficent und dann ist er eben zurückgekehrt zu den Mooren, der Stefan, und hat dann eben sich scheinversöhnt mit der Maleficent. Sie hat ihn dann wieder vertraut, sie waren zusammen. Als sie dann aber geschlafen hat, beziehungsweise er einen Trank, glaube ich, gegeben hat, ich weiß gar nicht mehr so genau, hat er ihr mit eben einer Eisenkette die Flügel runtergeschnitten, quasi gestohlen und dem König gebracht, als Rache dafür, dass Maleficent den König angegriffen hat und damit er dann quasi gut dasteht und der neue König wird. Gut, Stefan wird der neue König und Maleficent will sich an ihm rächen. Dann kommt die Dornröschen-Geschichte ins Spiel. Und zwar bekommt der King Stefan mit seiner neuen Vermählten ein Kind. Dann kommen eben, wie gesagt, die drei Feen. Und Maleficent wurde, wie gesagt, nicht eingeladen. Und ja, dann war sie eben da. Und hat dem Kind auch etwas geschenkt. Und zwar einen Fluch, den niemand, egal wer, aufheben kann. Nicht mal sie selbst. Und zwar, dass sie sich an ihrem 16. Geburtstag, wie es sicher jeder kennt, an dieser Spinnnadel sticht. Und dann in einen Todesschlaf fällt, wo ihn nur der Kuss der Wahnliebe aufwecken kann. Ja, das hat sie gemacht.
weil sie sich an ihm rächen wollte. Und es ist ja dann so, dass er das, wie gesagt, alle Spinnräder verbrennen lässt und dann wachen drei Feen auf die Kleine in einem abgetrennten Ort. Ich glaube, das war sogar in den Mooren, ich weiß nicht genau. Dort wachen die auf das kleine Kind, bis sie 16 Jahre und ein Tag alt ist, denn dann ist der Fluch eben zu Ende, wenn sie sich bis dahin eben nicht sticht. Und ja, Maleficent ist immer da und sieht das Kind und, wie soll ich sagen, sie baut irgendwie eine Bindung zu dem Kind auf, weil, ja, sie mag das Kind irgendwie, weil es kann ja quasi ja nichts dafür. Und im Endeffekt will sie dann den Fluch wieder aufheben, das funktioniert dann aber nicht und ja, da gibt es dann Probleme und ja, auf jeden Fall, Leute, will ich auch nicht zu viel spoilern, aber der Film ist, glaube ich, bald wieder aus dem Kino raus, deswegen ist es nicht so schlimm, aber ich möchte euch die Spannung vom Film nicht wegnehmen. Wie gesagt, ich kann da so viel erzählen, weil ich eben den Film richtig cool fand. 97 Minuten haben, finde ich, total gepasst. Ich mag diese Fantasy-Sachen mit Flügeln und Magie und was weiß ich alles. Finde ich richtig cool, den Film. Also von mir bekommt er auf jeden Fall 10 Sterne von 10 Sternen. Und ja, wie findet ihr den Film? Habt ihr ihn schon gesehen? Und ja, wollt ihr ihn noch sehen? Kauft ihr ihn euch auf DVD? Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, was als Hintergrund läuft, ich weiß es noch gar nicht. Muss ich nachher erst erspielen. Mal gucken, wahrscheinlich Ender Games oder Survival Games mal oder vielleicht mal timolianische Spiele. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich sagen, fand ich den Film richtig cool. Ich fand die deutsche Übersetzung auch wirklich geil. Ich fand einfach, als Maleficent, die Angelina Jolie war einfach perfekt dafür. Kann man nicht anders sagen. Die hat einfach nur perfekter ausgesehen. Ich fand die richtig, richtig cool. Und ja, auch die Aurora, beziehungsweise die Elle Fanning hatte die Aurora gespielt. Ja, einfach ein toller Film meiner Meinung nach. Fand ich richtig cool, war richtig begeistert. Und ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon wieder von der heutigen Movie Review. Wie gesagt, schreibt mir ein paar Infos über den Film in die Kommentare, wie ihr ihn so fand. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein, wir sehen uns dann bald bei der nächsten Movie Review. Was könnten wir uns denn demnächst anschauen? Transformers kommt bald. Haben nämlich Freikarten dafür. Weil wir so oft ins Kino gehen, haben wir vom Kino Freikarten bekommen für Transformers. Und für Step Up auch. Und ja, ich würde sagen, das war's, Leute, von der heutigen Movie Review. Und macht's gut. Ciao.